sieht so böse aus. Okay. Er macht mir keinen Schaden, aber er ist noch in der ersten Form. In der ersten Form macht er nie Schaden. Außer mir natürlich. Okay, so man greift einfach so eine Verteidigung drauf an. Mir egal, ich möchte erstmal ein paar Werte aufbauen hier. So. Ja, was soll ich dazu großartig jetzt sagen? Also, ne, wie gesagt, das großartig kommt ja hier. Kaiser Beam. Ich kann für den ich echt Respekt habe, aber. Respekt haben. Wenn ich dann besiegen wollen, dann sind zwei verschiedene Sachen. So. Das ist ja wie immer mit dem D-Mod. Die erste Form. Total einfach ist auch das Leben, aber wesentlich einfacher als die zweite. Wenn er jetzt leicht auf die Spiel ist, habe ich verloren. Weil getroffen hätte. Ja. Das hat uns alle drei. Ja, geil. Heiltrank. Heiltrank. Danke. Aua. So, aber es ist gerade, oder es erscheint mir gerade mal möglich zu sein, ihn zu besiegen. Er darf nur nicht sterben. Und er hat's erneuert. Nein! Königsfeder. Heiler, heiler Verteidiger. So, danke. So, komm. Besiegt? Ich hab ihn besiegt. 3000. Rosen spart. Oh mein Gott. Auf jeden Fall, ich hab's ja eigentlich nicht gemacht jetzt hier um, ne? Ich hab's eigentlich mehr gemacht, um Dings zu bekommen. Ich bin gerade ein bisschen glücklich. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber es ist echt nicht leicht, gegen so ein Viech zu bestehen. Also ich bin echt happy. Jetzt habe ich meinen Satz vergessen. Ist mir egal. Ich habe es geschafft, einen B-Mod zu besiegen in der Horrorform, sag ich mal, in der bösen Form. In der wirklich bösen. Dinger brauche ich nicht herausfordern. Selbst mit vollem Kristarium sollen die verdammt schwierig sein. Ich sage extra sollen, weil ich es einmal auf dem Bitterpunkt direkt klinisch versagt habe. Aber das, was ich von Leuten gehört habe, die das Spiel gespielt haben,
soll es trotz kompletten Kristallium fast unmöglich gewesen sein. Ich hab ihn besiegt. Ich bin so glücklich. So, ich gehe jetzt gerade zu diesem komisch aussehenden Mond oder Planeten oder whatever. Ja, dafür ist die Ebene wieder viel zu groß. Nein, ich will nicht nochmal gegenfallen, weil ich kämpfe. Oh, das ist nebelig. Hört bloß auf. Die Falle, da kenne ich. Er sieht mich gar nicht. Es ist so eine geringe Sichtweite, dass ihr mich gar nicht sehen könnt. Geschweige denn verfolgen, auch wenn das gerade hier halt ausgetrickst war. Wo muss ich denn hin? Wo bin ich? Ich bin da. Ich muss so rum. Dass von da keine Verbindung gibt. Okay. Dumm, ich werde mich hier mal so, ich muss da lang. Mit des Epic Bitch Fight gerade oder was? Nein, ich möchte mich da nicht einmischen. Aus wie eine völlig andere Welt. Alte Spinner, was ist es denn? Das ist ein großer Wolf mit mehreren kleinen hinterher. Die habe ich noch nie herausgefordert. Also die großen. So. Zack. Also ich habe, glaube ich, schon mal einen von denen herausgefordert, doch, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Nein? Ach so, ich starte jetzt ja wieder damit. Na klar, ich habe es ja vergessen, wieder rauszunehmen. Na klar, ich habe halt vergessen. Ich metzel die ja gerade einzeln ab hier alle. Tak, 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 tak. So. 10.000, ne? Schade, es wird nicht reichen, aber naja. Wird es mal relativ spannend. Was? 21.000? Wo habe ich den Schaden denn jetzt hergenommen? Ü-Ei, ich habe schon erspielt in der Ferne. So. Ihr seid blau, ihr seid böse. Oh, ach, ihr seid die beschwörten Viecher. Okay. Pum, pum, pum ins Knie. So. 2222 bei drei Gegnern. Oder 2220 eher gesagt. So. Mal wieder standardisieren. Einen Mitril-Block. Keine Ahnung, für. Hier komme ich nicht runter.
Hier komme ich runter, meinte ich. Die Frage ist, wie komme ich da wieder rauf? So, ich habe ja noch ein paar davon, also nochmal ein Leben. Kannst du jetzt einen beschwören oder nicht? Scheint ja nicht so zu sein. Schade. Eigentlich. Ein Präventivbeben, nenne ich das jetzt mal. So, habe ich mir jetzt selbst ausgedacht den Namen. Präventivbeben ist eigentlich verdammt stark. Da können ganz wenige was machen, wie es aussieht. So, ich habe es ja von Weitem gesehen, dass dahinter sich ein Ü-Ei befindet. Schade, haben mich doch gesehen, die beiden. Die beiden Lümmel. So. Hydro-Schlag viermal. Nachsetzen. Aufkommen lassen. Und mit Hydro-Schlag vernichten. So. Hem. So. Leder. Und was ist da drin? Wo ist es denn jetzt? Slow down. So, komm her hier. Feuer für irgendwas. Keine Ahnung. Konnte ich mich schnell lassen. Definitiv unmöglich war das gerade, fast für mich. Jo. Ich habe das Gefühl, dass das gerade eine Runde ist von wegen. Ich glaube, ein Trick erhöht den nächsten die ganze Zeit. Zana Erogar, ich habe es gelesen. Das war böse oder wäre böse gewesen. Doppelschlag und dann Rundumschlag. Ja, das geht. Klack. Tot. Kein Problem. Klack. 1920. Durch die ganzen kleinen Kämpfe, die wir machen, haben wir jetzt schon wieder 20.000. Und Hope fehlen auch nur noch 30.000 ungefähr. Eispistel. Also war das Feuerpistel, Eispistel und dann ist hinten noch ein Donner. Schätze ich mal. Oh nein. Enten, oh nein. So. Ich möchte da jetzt nochmal hoch und möchte jetzt storytechnisch weitermachen. Weil ich es kann. Warum rennt ihr in euer Verderb? Guckt's euch an. Guckt es euch an, Leute. Sie rennen zu mir. Ich setze viermal Eis ein. Das müssen wir durch diese Linie ausgestoßen. So. Seid sehr lustig. Sie sind gerade sehr böse zu mir, aber sich in Grenzen, würde ich gerade so wollte ich gerade sagen. No. Ah, Musterbeispielkampf, wie immer, besser. Gegner ist mir so.